Fire Seed und Divine Blessing. Ja, sehr schön. Also Salana bekommt Visionen von der Tür, wo wir runtergefallen sind. Und von der Bastion. Mehr weiß ich nicht. Das heißt, da sollte sie sich mal umgucken bei Zeiten. Hier war er. Oh. So. Hier rum, hier rum, hier rum. Da hoch. So, jetzt müssten wir endlich alles eingesammelt haben. Und hier sind extrem viele Blutflecke. Ich glaube, jeder von diesen Blutflecken wurde von dieser schwarzen fliegenden Kugel getroffen und instant atomisiert. Da hatten wir echt Glück gehabt. So, also hier hinter uns haben wir alles. Also wir können jetzt hier gucken, Richtung Nebelwand. Da hinten ist noch so ein Riesending mit der Todeskugel. Also, schieß. Dreimal müsste reichen. Und es kommt gar nicht. Na doch. Kugel, 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 Kugel. Nicht reinspringen. Na gut, sie hat schon mal keinen Schwarzloch-Effekt, dass sie uns irgendwie ansaugt oder so. Schieß. Schieß. Schnell, 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 schnell. Okay. Na, ist vielleicht noch einer. Du schieß, Wechselspruch, schieß schneller. Unterbrech ihn hoffentlich. Nein, 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 nein. Okay. Halbes Gebirge hinter uns zerstört. Da. Und wie viele Seelen bringen die eigentlich? 750. Apropos, ne? Ich könnte wieder das Ding aufsetzen. Das da. Wegen ein bisschen mehr Seelen. Das Gewicht ist jetzt nicht ganz so wichtig. Bei dem Bosskampf war es mir wichtig, weil es da halt, ne, sehr viel Movement ging. Aber hier draußen müsste das eigentlich okay sein. So kriegen wir ein Fitzelchen mehr, was sich summieren könnte. Weg. Und da unten könnten wir eventuell durchschlagen. Was haben wir hier? Haben komische Schrift in der Luft. Bestimmt noch haha. Hurra vor Bug. Ah, oh, stimmt. Unsichtbarer Boden. Nope. Weg. Und den Schalter kennen wir doch. Das ist dasselbe Schalter wie bei den Eisenriesen. Also wo wir die Plattform weitergemacht haben für den ersten Drachenreiter. Schlechter, wie auch immer. Bist du da hinten tot? Ja, ich glaube schon. Lever try up. Jupp, haben wir, danke. Rechts lang oder geradeaus? Geradeaus sieht wichtig aus. Ich gehe mal erstmal rechts lang. Jo, Leuchtfeuer, sehr schön. Benutzen. Aktivieren. Rausgehen. Das heißt, die großen Jungs sind jetzt wieder hinter uns. Das Vorsicht, falls wir rück... Ja, genau. Da. Da sind sie schon. Und zwar beide. Müssten sich nur umdrehen und eine Kugel hier den Gang lang werfen. Dann wäre alles vorbei. Oh, können wir dich kaputt hauen? Nein. Hier ist gerade so ein bisschen durchgeschimmert. Ja, da. Ich glaube, man kann da runter. Oder man muss erstmal oben irgendwas kaputt hauen, das dann runterbricht und dann die Steine hier auf. Ja, das könnte auch sein. Oder es ist noch ein Bug. Und ich konnte durch die Texturen durchgucken. Aber nee, genau hier, wo ich jetzt stehe, scheint so eine kleine Öffnung zu sein, die runterführt. Na, da sieht man das grüne Sapschzeug. Hm. Nö. Okay, dann haben wir hier einen Weg. Da einen Weg und hier geht's runter. Und da geht's runter und da ist Loot. Loot klingt gut. Guck mal. Hops. Fading Soul. Jo. Ich sehe nichts. Gift, ja.
ganz viele Blutflecken. Oh, mehr Loot. Simpleton Spice, yo. Oh, Kacke. Benutzen Human Effigy. Trink. Entgifte einmal. Wechselzauber auf volle Dröhnung. Da hinten ist er. Oh. Eins, zwei, drei und weg. Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Da war noch einer. Du. Eins, zwei, drei und weg. Und irgendwie ziehen die immer alle zu hoch. Oh, Heilung. Okay. Da ging es hoch. Will ich aber erstmal nicht. Ich will erstmal den Loot haben. Titanite Shard. Chameleon. Und Heilung. So, jetzt kurz mal nach oben Übersicht verschaffen. Hier. Oh, da hinten ist ein Typ mit einem Riesenhammer. Oh, so einer könnte vielleicht die Steine kaputt klopfen unter diesem einen Turm in der Mitte. Aber ich... Oh. Ich weiß nicht, wie wir denn jetzt den komplizierten Weg zurückziehen könnten. Und ich stehe direkt daneben. Ja, ich glaube, das versuche ich sogar mal. Das ist unwahrscheinlich. Und wahrscheinlich kommen wir nur in demselben Labyrinth da unten raus wie vorher auch. Aber ich will das einfach mal testen. Du? Komm mal her. Nicht runterfallen, das wäre doof. Genau, geh ganz lang. Ich hätte dich schon 10-mal töten können, weißt du das? So, komm mit. Jo. Und dann hau mich hier. Nein, so war das nicht geplant. Aber ja, hau ein bisschen auf das... Was? Hier, hau mich hier. Nö, geht nicht. Schade. Aber hey, war ein Versuch wert. Komm, hau irgendwo hin. Na komm. Na komm. Eins, zwei. Oh oh. Au. Aber hey, ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel aushält. Die hätte noch einen zweiten Schlag ausgehalten. Locker. Was war das Tongeräusch? Achso, sein Hammer wahrscheinlich. Oh. Und wir hätten hier auch runterklettern können. Wir hätten gar nicht runterspringen müssen. Das ist natürlich auch sehr schön. Also, wenn wir hier runterspringen, wahrscheinlich bei... Ne, bei dem Loch sind wir runtergesprungen. Bei dem Loch kommt man vorbei. Das heißt, das Loch hier ist eventuell gar nicht mit den anderen Löchern verbunden. Okay. Zack. Gucken wir mal runter. In die Sapsche. Ja, das Loot. Schon mal gut. Eine Seele. Und noch eine Leiter. Jo, definitiv was anderes. Heilung. Gegen Gift. Nom, 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 nom. Und einmal gegen Ting, bitte. Okay. Stab, 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 Stab. Oder tolle Robe. Poison Resin, ne, Poison Stone und Rotten Pine Resin. Das sind diese Auftragdinger für die Waffen. Ist jetzt nicht so wirklich super duper geil. Aber okay. Sind hier Abzweigungen? Ne, ich laufe gegen Wände. Du, hoch vergiftet. Gut, dass wir bei Wheel Deal ein paar gekauft haben, hm? Nom. So, neu orientieren. Wo kommen wir her? Nicht daher. Wir kommen daher. Wir waren jetzt hier unten. Wir waren bei den Löchern unten. Wir waren theoretisch auch schon beim Anfang von hier. Da haben wir den großen Hammerschwinger hergeholt. Ich weiß nicht, ob wir in allen Gängen waren. Doch. Aus dem Gang kamen wir her. Der Gang da hinten ist eine Sackgasse. Da ist eine Sackgasse.
Ist hier noch irgendwo eine Höhle, die man sehen kann unten? Da hinten liegt komisches Zeug. Ne, keine Höhle. Okay, das heißt, es geht da oben weiter. Da hinten weiter. Da weiter. Und den zweiten Weg von dem Turmgebiet, wo ich versuche, immer den Boden kaputt zu machen. Oh, hallo Hammermann. Hallo Hammermann, der Sachen kaputt macht? Es gibt doch bestimmt irgendwo was, was die hier kaputt machen müssen. Das ist irgendwie so naheliegend. Wusch. Donk. So, hurra for rolling. Ah, gzz. Ja. Hätte ich mir fast denken können, ne? Oh. Wir sind. Oh. Er ist vollkommen eingeölt. Ein eingeölter, glatzköpfiger Mann mit einem Riesenhammer. Entgiften. Ding, 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 ding. Heilen. Warum? Achso. Ich habe noch Gift an mir, deswegen tickert das weiter hoch. Du. Und weg. Dong. Also nicht unbedingt die Fässer anrollen. Ist nicht so schön. Du kriegst keine Bewertung. Ja, ich hätte doch einfach reingucken können, bevor ich rumroll, ha? Oh, hier geht's hoch. Also, da geht's noch weiter, da geht's noch weiter. Die Fässer hier sehen anders aus und da ist ein Typ. Das wollte ich nicht. Egal. Kapusch. 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 Weg. Heilen. Ich hoffe, er kann keine Sprungattacke machen. Entgiften. Töten. Gott. Ich hätte mehr Entgiftungsdinger von Wheel Deal kaufen sollen, definitiv. Da oben geht's immer noch lang. Earthen Peak. Oh. Was ist das da für eine Flamme unten? Ich sehe da eine Flamme. Also es ist eine Reflexion, ja, aber oben ist nichts. Außer ein komisches pilzartiges Ding. Kein Zauber mehr. Ah, komm. Nein. So. Okay, dicken hoch. Wusch. Fast keine Seele. Woran bist du gestorben? Du hast gegen den Dicken gekämpft, oder? Huh? Du bist dann runtergefallen und... Oh! Ja, das wäre natürlich auch nicht so schön, wenn hier instant tot wäre, wenn man runtergeht. Etwas... Quite something. Also da ist etwas... Irgendwas. Voraus und dann auf der rechten Seite. Quite something. Ja, es kann auch etwas Wichtiges sein. Zum Guten wie zum Schlechten. Na gut, gucken wir mal. Also voraus und rechts. Da wäre schon mal was, aber hier will ich erstmal looten. Oh, ein Flask Shard. Das ist schon mal sehr schön. Egal, was jetzt noch kommt. Oh. Okay. War der links vorher auch schon da? Weg. Die Wand sieht verdächtig aus. Ja, ich kann durch die... Sehr verdächtig. Also wird mit dem Pharaoh Stone aufgehen, ha? Benutzen? Ja, wir haben davon ein paar. Und Sploing. Genau. Swoosh. Zauberstab, 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 Zauberstab. Oder eine Robe. Schon. Poison Bite Ring und eine Seele. Poison Bite klingt schon mal sehr praktisch hier in der Ecke. Wobei das eher aggressiv klingt als schützend.